Die sanft gewellten Hügel des Kiedricher Bergs ziehen sich bis zum Horizont. Hier im Rheingau, auf den südlichen Ausläufern des Taunusgebirges, wachsen herrliche Rieslingtrauben. Im Herbst, wenn die Weinberge leuchten, ist es hier am schönsten. Bald beginnt die Weinlese. Die Reben reichen bis zum Fuß des Berghangs, bis hinunter zu den Häusern von Kiedrich. Das Weindorf Kiedrich, ein paar Kilometer südlich von Wiesbaden gelegen, ein kleiner Ort mit langer Geschichte und gut erhaltenen Fachwerkhäusern. Schon zu Zeiten Karls des Großen wurde hier Wein angebaut und von Pilgern getrunken, die die mächtige gotische Kathedrale St. Valentin besuchten, das Wahrzeichen von Kiedrich. Im Schatten des Doms liegt das Weingut Robert Weil. Seit fast 140 Jahren produziert die Familie Weil hochwertige Rieslingweine. Heute lenkt Wilhelm Weil die Geschicke des Weinguts, der Urenkel des Firmengründers Robert Weil. Er ist der erste studierte Winzer in der Familie. Traditionsbewusst, erdverbunden. Ein Winzer aus Überzeugung. Das Wichtigste ist, diesem Fleckchen Erde, wo wir hier beheimatet sind, das Beste abzuringen. Wir sind uns auch hier unserer Verantwortung bewusst. Wir haben in Deutschland 2000 Jahre Weinkultur und diese Weinkultur soll ja von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und deshalb ist es für mich schon ein großer Anspruch, dass ich mit vielen anderen Mitstreitern in unserer Generation das Beste leiste, um diese 2000-jährige Weinkultur in Deutschland wieder in eine nächste Generation erfolgreich weiterzuführen. Zumindest für seine eigene Generation ist das gelungen. Das Weingut Robert Weil gehört zu den erfolgreichsten Weinproduzenten Deutschlands. Die Weine sind Spitzenreiter in der Trendgastronomie. Der Name Robert Weil steht für Rheingau-Riesling-Weine in konstanter Qualität. Eine feste Größe im Fachhandel. Über eine 500.000 Flaschen werden jährlich im Weingut verpackt und ausgeliefert. Und zweifelsohne gehört heute Weingut Robert Weil zu den erfolgreichsten deutschen Weingütern. Aber das sagen wir mit großer Demut und das nehmen wir mit großer Demut an, weil wir ja wissen, dass diese Leistung nur in unseren Weinbergen so möglich ist. Da ist einmal der Kiedricher Gräfenberg, gleich hinter dem Weingut gelegen. Eine absolute Spitzenlage, ein deutscher Grand Cru, eine große Lage. Hier wachsen sowohl trockene Topweine als auch restsüße Prädikatsweine. Spätlesen, Auslesen, Beerenauslesen. Dann gibt es den Kiedricher Klosterberg und die steilen Hänge des Kiedricher Turmbergs, gekrönt von der Ruine der mittelalterlichen Burg Scharfenstein, beides erste Lagen. Regelmäßig streift Clemens Schmidt, der Winzermeister im Hause Weil, durch die Weinberge. Er prüft den Gesundheitszustand der Früchte, ihren Reifegrad, ihre Größe, ihre Farbe. Mit einem speziellen Gerät, dem Refraktometer, misst er ihren Zuckergehalt. Es geht ihnen gut. Hier im Gräfenberg können sie in Ruhe reifen. Das Schöne an dem Berg ist, dass er von den kalten Winden, die vom Taunus oben runterkommen, so geschützt ist. Es ist wie so eine kleine Nase, die hier in den Kaltluftzug reingeht und das die kalten Lüfte halt abhält. Und somit haben wir hier ein super Kleinklima in dem Berg. Und die Trauben werden zwar etwas später reif, aber durch die Sonneneinstrahlung, durch die Südwesteinstrahlung von der Sonne haben wir halt sehr hohe Temperaturen auch im Sommer und haben dann auch schöne Reibtrauben. Es ist nicht nur die Ausrichtung der Hänge. Für den ureigenen Geschmack der Rheingau-Weine ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren verantwortlich. Es ist einmal natürlich der Boden, ein karger Boden, der kleine Früchte hervorbringt. Und es ist auch der Südwesthang mit einer langen Ausreifezeit, ein nicht zu heißer Hang, der lange Hängezeiten der Trauben ermöglicht. Und diese beiden Parameter, karger Boden, lange Hängezeit, bedeutet kleine, geschmacksintensive Trauben mit einer sehr hohen Fruchtkomplexität, die sich nachher auch in den Weinen wieder spiegelt. Sie ist in gewisser Weise ein Markenzeichen für unsere Weine.
Für den Geschmack und die Qualität der Weine ist es auch ganz entscheidend, die Trauben zum richtigen Zeitpunkt zu lesen. Werden sie zu früh geerntet, fehlt ihnen Fruchtsüße. Überreife Trauben dagegen sind höchst wetteranfällig. Sie platzen leicht oder setzen ungesunde Fäulnis an. Für den Beginn der Lese muss der Winzer genau den richtigen Reifegrad erwischen. Wir kennen, dass die Traube reif ist, einmal durch die Werte, die wir also dann ermitteln mit dem Refraktometer. Dann erkennt man die auch an der grünen, an der goldgelben Farbe der Beeren. Die Kerne, die müssen braun sein, die müssen sich vom Fruchtfleisch auch lösen. Und dann weiß der Winzer auch, dass die Lese bald beginnen kann. Das absolut Entscheidende ist immer, sie muss schmecken. Sie muss schmecken, sie muss schmecken. Und dann kommt dieses Bauchgefühl, ja, jetzt haben wir es. Wilhelm Weils Bauchgefühl sagt, bald geht's los. Auf dem Weingut unten im Tal sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Das fängt bei ganz banalen Dingen an. Alles, was für die Weinernte nötig ist, wird gründlich geputzt. Nicht nur die Hotten, mit denen die Träger später im Weinberg das Lesegut schleppen. Auch die riesigen Edelstahltanks, die die Winzer Gebinde nennen und in denen nach der Lese der süße Most zur Gärung kommt, müssen glänzen, vor allem innen. Der Kellermeister Christian Engel kümmert sich persönlich darum. Wein als Lebens- oder Genussmittel muss natürlich auch in optimalen Gebinden ausgebaut sein. Daher wird jeder Tank, bevor er belegt wird, ausgespritzt, falls ein wenig Staub oder Ähnliches drin ist, dass er einfach picobello sauber ist und keinerlei Fremdmaterialien oder Gerüche oder ähnliche Dinge im Tank mehr drin sind. Er muss einfach frisch sein. Der Keller mit den Tanks, eine Welt für sich. Ein kühl schimmerndes High-Tech-Universum, dessen Ambiente an das Innere eines U-Boots erinnert oder an ein Chemielabor. 9000 Liter passen in so einen Edelstahlbehälter. Mindestens 6 Monate lagert der Traubensaft in den Tanks. Während der Gärung spielt die Temperatur eine ganz entscheidende Rolle. Wärme gärt den Most schnell, Kühlung verlangsamt den Prozess. Im Weingut Robert Weil wird die Temperatur elektronisch kontrolliert und gesteuert mit modernsten technischen Mitteln. Neben den Tanks sind im Hause Weil aber auch Holzfässer in Gebrauch, kostbare Spezialanfertigungen aus Eichenholz. Eine bewusste Rückkehr zu den traditionellen Wurzeln des Weinbaus, zu den guten alten Zeiten, als Weine in Fässern lagerten, die durchlässig waren für winzige Luftpartikel. Bei einem Holzfass können unsere großen trockenen Weine reifen und atmen letztendlich. Im Edelstahlfass sind die Weine viel spritziger, viel lebendiger, etwas ausdrucksstärker vielleicht auch, gerade in ihrer Fruchtintensität, reduktiv ausgebaut, weil wir einfach keinen Gasaustausch haben. Die Weine bleiben für sich über einen Zeitraum von 4-5 Monaten circa, solange wie sie in den Gebinden sind. Und dementsprechend sind sie viel aromatischer teilweise. Im Holzfass sind sie etwas abgerundeter, etwas dichter, sind aber auch häufig Weine, gerade bei uns im Rheingau, bei uns im Hause Weil, die etwas alkoholbetonter sind, substanziell dichtere Weine. Es ist soweit. Im Kiedricher Gräfenberg hat die Lese begonnen. Ein ganz besonderer Moment. Von jetzt an sind 2 Dutzend Lesehelfer fast 2 Monate lang im Einsatz. Jetzt zeichnet sich ab, was der Jahrgang bringen wird. Jetzt hoffen alle auf gutes Wetter. Schwerer Regen oder Kälteeinbrüche zu diesem Zeitpunkt können ganze Ernten vernichten. Man muss sich mit der Natur auch immer wieder arrangieren. Und das hat natürlich mit Anspannung zu tun. Aber es hat auch mit Vorfreude, mit Freude zu tun, weil wir ernten ja unsere Früchte für unsere Arbeit. Und wenn dann die Früchte noch so toll sind wie jetzt hier im Jahrgang 2012, wie sich das andeutet, dann ist es nämlich ein tolles Gefühl. Die Erntehelfer müssen ein gutes Auge haben. Es werden nur die gesunden Reifentrauben herausgepickt. Sie sind handverlesen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das hier ist eine reife Riesling-Traube. Die erkennt man daran, dass der Stiel hier oben braun ist. Die Beeren sind goldgelb und ist eigentlich jetzt so weit, dass man die ernten kann. Erntearbeit ist Handarbeit bis heute. Die Erntehelfer unterscheiden zwischen den Trauben, die gepflückt werden, und denen, die am Rebstock hängen bleiben, für einen späteren Erntedurchgang, für die Spätlesen, die Auslesen, die Beeren auslesen. Das kann keine Maschine leisten. Die Lese verläuft von unten nach oben, das heißt, die oberen Hänge werden später geerntet. Dort sind die Trauben später reif. Oben auf dem Berg ist es kühler. Dort sind auch die Böden steiniger. Weiter unten enthält der Boden höhere Lehmanteile. Diese Mischung ist eine Besonderheit des Kiedricher Bergs. Sie wirkt sich auf die Trauben aus und natürlich auf die Charakteristika des Weines. Der Schieferstein sorgt für Frische und Mineralität, der Lehm für Schwere und Gehalt. Das Zusammenspiel von beidem verleiht den Weinen aus dem Hause Robert Weil ihren typischen Geschmack. Doch zunächst wird die Ernte eingefahren, das Lesegut in den Keller befördert. Bei der Lese im Weinberg mag es traditionell zugehen. Im Keller kommt wieder hochmoderne Technologie zum Einsatz. Die automatisierten Keltermaschinen sehen zwar robust aus, gehen aber sanft mit dem Lesegut um. Die Traubenkerne sollen möglichst wenig gequetscht werden, damit sie keine Bitterstoffe an den Most abgeben. Von der Kelter wird der Most in die Fässer oder Tanks gefüllt. Jetzt übernimmt der Kellermeister. In den kommenden Monaten wird es seine Aufgabe sein, die Reifung der Weine zu überwachen und den typischen Geschmack des Hauses Robert Weil herauszuarbeiten, egal ob im Edelstahltank oder im Holzfass. Es gibt jedes Jahr neue Herausforderungen. Die Witterung ist jedes Jahr anders. Unterschiedliche Erntezeitpunkte, unterschiedliche Reifegrade, natürlich der Trauben für den Wein. Es kann eigentlich gar nicht langweilig werden, weil man will ja auch eine Persönlichkeit in diesen Wein mit einbringen und die in jedem Jahr dementsprechend herauskitzeln aus den Weinen. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Experimentieren, Ausprobieren dazu und sich nicht nur auf das verlassen, was man im letzten Jahr richtig gemacht hat, weil der neue Jahrgang ist ein neues Kind, in Anführungszeichen. Das Beste aus den zurückliegenden Jahrgängen lagert in der Schatzkammer, einem uralten Kellergewölbe direkt unter dem Gutshaus. Ein magischer Ort. Das Gedächtnis des Weinguts Robert Weil. Hier stapeln sich Kostbarkeiten aus beinahe 140 Jahren. Exquisite Auslesen, Trockenbeeren auslesen, rare Eisweine. Einzelne Flaschen werden zu ganz besonderen Anlässen geöffnet, gelegentlich bei Versteigerungen angeboten, wo sie bis zu 5.000 Euro einbringen. Besucher lieben die Schatzkammer. Hier in dem jahrhundertealten Gewölbe riecht es wie in einem traditionellen Weinkeller. Es sieht aus wie in einem traditionellen Weinkeller. Manche Gäste glauben zu spüren, wie unsichtbare Kellergeister durch den Raum schweben. Selbst der Staub atmet Tradition.
Gleich erfahren Sie alles über himmelblaue Etiketten und die berauschende Macht der edelsüßen Weine. Schon von Weitem zu erkennen, die Türme der St. Valentinskathedrale. Ein gotisches Kleinod, erbaut im 14. Jahrhundert. Nur eine Mauer trennt den Dom vom Weingut Robert Weil. Der Firmengründer, ursprünglich Professor an der Pariser Sorbonne, kam 1871 nach Kiedrich. Mein Urgroßvater ist ja als Quereinsteiger hier in den Rheingau gekommen und sah dann diese prosperierenden Weingüter. Deutscher Riesling war in dieser Zeit einer der weltbegehrtesten Weine gewesen. Er war der teuerste Wein der Welt. Es war damals ein klassisches Quartett, welches von sich reden machte. Das war Bordeaux rot gewesen, das war Burgund weiß und rot und das war der Riesling von Rhein und Nebenflüssen. Und somit hat mein Urgroßvater in Wein investiert. Der Urgroßvater schuf auch die himmelblauen Etiketten, die alle Produkte des Hauses Robert Weil auszeichnen und die für einen hohen Wiedererkennungswert der Flaschen sorgen. Dies war eine sehr populäre Farbe der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, also zur Gründung des Weingutes. Eine der Lieblingsfarben von Kaiser Wilhelm II., den wir ja mit unseren Weinen wie andere Königs- und Kaiserhäuser beliefert haben. Und auch die Traubenornamentik in diesem Etikett stammen alle aus der Gründungszeit. Tradition trifft Moderne. Beides mischt sich, ergänzt sich, harmoniert miteinander im Weingut Robert Weil. Auch in der Architektur. Das Gutshaus im englischen Landhausstil harmoniert mit der neu erbauten Vinothek, die Gäste nutzen können, um Weine zu verkosten. Auch der frisch eingeweihte Glaspavillon mit seinem Panoramablick auf den Kiedricher Berg ist ein idealer Ort für Weinproben. Hier kosten die Besucher alles, was der Berg zu bieten hat. Die leichten, trockenen oder fruchtigen Rieslinge bis hin zu den gehaltvollen, edelsüßen Varianten mit ihren intensiven Aromen. Riesling bringt einen Blumenstrauß verschiedener Weine hervor. Anders wie bei anderen Rebsorten, wo es oft nur einen Wein oder einen Erstwein und einen dazugehörigen Zweitwein gibt, haben wir immerhin von unserem Riesling hier in Kiedrich, hier im Weingut, haben wir 20 verschiedene Weine jedes Jahr. Der Spätherbst ist die Zeit der Edelsüßen. Unter all den verschiedenen Weinen nehmen die edelsüßen Rieslinge im Hause Robert Weil eine Spitzenposition ein. Kaum ein anderer Hersteller in Deutschland bringt so viele aromatische Spätlesen, Beerenauslesen oder sogar Trockenbeerenauslesen hervor. Um sie zu produzieren, erfordert es mehrere Erntedurchgänge. Der Winzer braucht einen langen Atem, ein bisschen Glück und die richtigen Wetterbedingungen. Die kühlen Taunuswinde, die ins Rheintal hinunterwehen, trocknen die reifen Beeren langsam aus. Sie entwickeln eine spezielle, vom Winzer ausdrücklich gewünschte Edelfäule, die sogenannte Botrytis. Allmählich werden sie braun, ihr Zuckergehalt steigt. Jetzt müssen die Erntehelfer genau hinschauen. Sie prüfen, suchen aus, picken die immer kleiner werdenden Früchte heraus, Stück für Stück, über einen Zeitraum von 10 Wochen. Die Trauben schrumpfen langsam zusammen zu Rosinen und darüber lassen sich großartige Auslesen, Beerenauslesen und auch Trockenbeerenauslesen selektionieren. Eine sehr mühevolle, handwerkliche Arbeit, aber eine Arbeit, die sich seit Generationen lohnt. Und wir verfolgen diesen Weg auch sehr, sehr intensiv, weil es die Weine einfach wert sind, weil sie einmalig sind, weil sie nirgendwo auf der Welt nochmals so wachsen können. Und weil sie sich natürlich einer großen Beliebtheit erfreuen, Weinsammler aus aller Welt wollen diese Weine in ihren Weinsammlungen haben. Und diese Weine werden natürlich dann auch immer wieder zu ganz besonderen Anlässen entsprechend geöffnet.